Moin Leute, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut und willkommen zu einem neuen PUBG-Video. Heute eine kleine Stream-Auswahl und ich zeige euch, wie man sich am besten verhält, wenn das Ganze auf offener Fläche endet. Das heißt, eine Endzone, offene Fläche, keine Häuser, keine Bäume zum Verstecken. Wie gewinnt ihr das Chicken Dinner? Wenn euch das Ganze am Ende gefallen hat, würde ich mich übrigens unglaublich über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo, einfach um mich zu unterstützen. Das zeigt mir, dass ihr natürlich mehr davon wollt. In dem Sinne, viel Spaß! Gerade so aus, als wären wir wirklich. Kann ja nicht sein, dass wir komplett alleine sind. Lol. Okay. Ich hoffe, ich vertue mich nicht, wenn ich mich wieder verlasse, dass dann Auto ist und dass jetzt keine Leute mehr sind. Ich bin nicht mal ausgestiegen. Fuck, the police coming straight from the... Nee. Solo ist es eigentlich schwerer zu gewinnen. Also mit einem richtig guten Duo-Partner. Du hast... Squad ist halt potenziell am einfachsten mit einem eingespielten Team. Also einfach ein Grund, weil du weniger Gegner hast. Du hast nur so viele Teams. Ne? Fraktion. Es gibt nur 27 oder 25 Fraktionen, die gewinnen können. Beim Duo hast du 50 Fraktionen, beim Solo hast du 100 Fraktionen, die gewinnen können. You know what I mean? Jetzt müsste ich das Haus eigentlich noch verteidigen. Die Firma dankt. Der hat ja mal nichts gescheckt. Nein, das ist auch der beste Platz, du kannst ja nicht einsehen. Die Tür geht in meine Richtung auf, er kann ja nicht direkt gucken, sieht irgendwas, guckt, tot. Also das war nicht seine Schuld, das ist einfach nur der beste Platz zu campen. Wenn er, das ist die einzige Möglichkeit, dass er mich da holt, sicher ist von der Seite. Eigentlich wäre es jetzt das Beste, wenn noch einer kommt und ich, das Loot liegt einfach hier. Und er, oh, Loot, tot. Wir warten mal darauf. Let's do it. Warum seid ihr alle dumm? Einmal getroffen. Ich müsste dem einen Schalli. Da ist Loot. Brauche ich aber nicht mehr.
Alter. Ja. Den. Schade drum. Jetzt, um den war es jetzt nicht so schade. Brauche ich eigentlich nichts, ne? Ja. Eigentlich reichen. Der einen. In dem Busch da hinten. Aber ich kann jetzt leider nicht hochgehen. Das wäre das übrigens heute das dritte Chicken Dinner, ne? Leute. Beste, was wir machen können. Und wie was noch wäre, wäre halt die Rüstung abzulegen, aber das wäre halt Bums. Where are you, bitch? Where are you?
Das war's, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fragen, Anregungen und in die Kommentare. Daumen nach oben bitte da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr Bock habt, guckt bei mir in meinem Stream vorbei. Ich bin eigentlich täglich am PUBG-Stream. Mein Twitch-Link natürlich unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Bis dann, euer Buddy.